Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Patrizier 2 in der Gold Edition hier in Lübeck, unserer schönen und prächtigen Heimatstadt mit 2116 braven Bürgern. Naja, wer weiß, ob sie alle wirklich brav sind, ne? Das wird nur der Bürgermeister wissen und wir beginnen die Folge mit einem Stapellauf. Hoho, zu Lübeck, fertiggestellt in voller Pracht, die neue Kogge des Fernkaufmanns Haubi Haubentaucher. Jo, sehr feierlich, sehr schön. Die nennen wir dann auch gleich mal kreativ, wie wir sind. Kogge. 480 Laderaum hat das schöne Ding. Ja, da passt ein bisschen was rein. Ich glaube, wir hatten noch eine zweite am Start, gell? Nee. Doch, hier tatsächlich. Stimmt. 16. Juli ist sie fertig. 2 Monate dauert es, diese Kogge zu bauen. Von den Wohlhabenden kennen uns viele, das ist sehr schön. Wir haben ja seit dem letzten Mal hier auch einen Kontorsverwalter am Start. Na? Der ist hier sehr fleißig. So, was macht er denn eigentlich? Kontorhandel, ne? Der sollte hier ein bisschen was verkaufen, genau. Kauft ein bisschen was und kauft Eisenwaren und Holz ein. Sehr schön. Schauen wir doch mal. Eisenwaren 320, bis dahin hat er eingekauft zum Durchschnittspreis, okay. Naja, wir sind ein bisschen über Lagerkapazität, ne? Hat wahrscheinlich auch hier mit den Ziegeln zu tun. So, wir waren, meine ich, auf Kapitänsuche, ne? Immer noch oder mal wieder oder wie auch immer man das so nennt. Unser Autohändler hier verkauft hoffentlich ein bisschen was. Genau, hier war unser Lübeck-Stettin-Kollege. Der ist ja festgehangen beim letzten Mal. Der hat dann plötzlich nichts mehr gemacht. Die Jungs waren irgendwie beim Saufen, meine ich, gell? Irgendwas war da. Die Jungs waren beim Saufen und haben dann Pause gemacht. Naja, das wollen wir mal genau beobachten. So, unser Greier ist in London angekommen. Kapitän? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Ja, dann fährst weiter nach Scarborough. In Oslo sind wir auch am Start. Genau, da haben wir ja ein Kontor, ne? Beziehungsweise wir haben es noch nicht. Es ist im Bau. 31 Tage dauert das Ganze noch. Und wir haben ja hier diese Handelsroute. Den Autohändler. Der fährt ja zwischen Lübeck, Aalborg und Oslo hin und her. Auch den werden wir wahrscheinlich bald modifizieren müssen. Schätzungsweise. Das ist unser Autohändler 1. Ne, das ist der Kampfgreier. Was machst du denn hier? Mensch. Was hatten wir denn mit dir vor? Ich glaube, mit dir wollten wir noch eine Mission machen oder sowas. Genau, stimmt. Jetzt hier, jetzt wo ich sehe, fällt es mir gerade ein. Die Patrouille. Ein kleiner Auftrag. Ein Konkurrent versucht, ihn aufzuhalten, seinen Ruf zu ruinieren und so weiter. Ein Orlogschiff. Also ein Orlogschiff ist ein Schiff, das einen Konvoi gründen kann. So viel zur Erklärung. Soll eine gewisse Strecke abfahren. Dafür gibt es 5100 Gold. Machen wir. Hab Dank. Meine Diener werden im Hafen einem eurer Schiffe die Orde übergeben. Noch Servus. So. Kampfgreier ist von der Mannstärke und von der Bewaffnung her ein solcher Kandidat für ein Orlogschiff. Deswegen wird jetzt vermutlich gleich hier Klingeling. Genau, die Patrouille kommen. So, Ziel ist Lübeck. Okay, wir sollen mit unserem Kampfgreier nach Lübeck fahren. Das machen wir. Lassen wir uns Zeit. So, da kommt der Roten Erik. Genau. Stimmt, stimmt. Da haben wir den Kapitän in Novgorod was, glaube ich, oder? Haben wir den geholt? So ein Dreierkämpfer. Ah, ne, dreimal Kampf und so. Ah, der ist, ja, jetzt ist die Frage, will ich den hernehmen? Könnte ich eigentlich. Wie viele Schiffe habe ich denn insgesamt? Ich habe noch keinen für Lübeck Oslo. Ne, dann könnte ich den eigentlich, der hat 310 Kapazität, dann könnte ich doch den gleich hernehmen. Na, nicht die Kogge, ich will den, genau den hier. Den haben wir ja gekapert. Ha. Ne, das stimmt gar nicht, den haben wir nicht gekapert, sondern das ist der Typ, den wir durch die Pfanne gekriegt haben. So, Lübeck, Oslo. Sehr gut, also, dann Handelsroute, Lübeck. Lübeck, ne, erster Halt deaktivieren, zweiter Halt Lübeck Reparatur anschmeißen, Oslo. Oslo, Lübeck. Wenn ich jetzt wüsste, was wir als in Oslo brauchen, aber naja. So, wir brauchen mit Sicherheit Bier, Eisenwaren. Vermutlich brauchen wir auch Fleisch, Getreide brauchen wir mit Sicherheit. Okay, in Oslo wird Fisch und Tran produziert, das heißt, die werden auch Hanf brauchen. Heißt, die werden Honig, Keramik, Leder, Pech,
Salz brauchen, Tuch werden sie brauchen, Wein werden sie brauchen, Wolle vielleicht. So, jetzt mache ich hier überall einmal eins, ne? Wenn ich jetzt nämlich ansonsten umschalte, ist wieder alles weg. Genau richtig. So, da werden wir Oslo. Max, was hat man noch? Oh, habe ich empfindlich verklickt. So, zack, 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 zack. Max. Salz haben wir noch. Tuch, Wein, Wolle, Max. Okay, jetzt müssten wir alles haben. Genau, warum machen wir das? Das habe ich schon mal erklärt. Das machen wir, um eventuell vorhandene Lagerbestände an Waren, die wir von der letzten Route noch geliefert haben, die nicht verkauft wurden, wieder nach Hause zu bringen. Einfach, um keine Halde in Oslo zu produzieren. So. Das mit den Gewürzen lasse ich jetzt bewusst einmal aus, weil wir einfach in der Regel, ja, keine Gewürze haben. Wir haben noch keine Expeditionen. Ich bin schon mal drauf eingegangen, Gewürze kriegst du in der Regel nur über Expeditionen. Klammer auf, Ausnahme. Es gibt ein paar seltene Importe von Gewürzen in den südlichen Städten der Hanse. Allerdings kannst du danach, ja, da kannst du die Uhr nicht danach stellen oder mir ist da zumindest noch kein Muster aufgefallen. Und zum anderen sind die Stückzahlen dann doch eher übersichtlich. Also man wird Gewürze definitiv aus dem Mittelmeerraum importieren müssen. So, der zweite Stopp ist einladen, genau. 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, jetzt habe ich Gewürze genommen, kaum sage ich's, ne? Da wollen wir ebenfalls mal alles auf 1 stellen. Leder, Pech, Salz, Tuch, Wein, Wolle. So, dann sollte das eigentlich passen, genau. Einladen. So, wir laden aber zusätzlich noch Felle und Eisenerz ein, sofern noch vorhanden. Und das gleiche machen wir mit Ziegel und Holz. Okay. Und Tran. Oslo werden Eisenerz, Felle, Holz, Tran und Ziegel, ja, für uns interessant sein. Und dann in Lübeck schmeißen wir einfach bloß noch alles ins Konto und dann ist das erledigt. Ich weiß, die Einsen sind natürlich hier ziemlich albern, aber das werden wir noch anpassen, Leute. Diese Werte werden wir definitiv anpassen. So, ich würde jetzt bloß gerne mal... Wen haben wir in Danzig? Ach, der Autohändler ist in Danzig, okay. Na gut. Was haben wir in Stettin? Auch kein Kapitän? Nö, ein Reisender, der interessiert mich erst einmal gar nicht. Oh, ich muss ihn hier verkaufen, mein Gott. Ich muss ihn hier verkaufen, sonst kriege ich kein Geld. Sonst kriege ich kein Geld, kein Geld, kein Geld. Hier habe ich keinen Verwalter, ne? Nee, genau, da war ich zu geizig. Völlig zu Recht, Leute. Haha, der Geiz. So ist recht. Aber ich... Hallo? Ah, okay, gut. Stimmt, der macht ja noch direkt Geschäfte hier, ne? Du verkaufst, glaube ich, noch direkt an die Stadt, oder? Nee, du lädst ein. Okay, du nimmst aber mit. Stimmt, wir haben Bier, Eisenwaren und Holz, haben wir, glaube ich, selber gekauft hier. Die gab es günstig, stimmt. Dann warten wir hier mal ab. So, jetzt müsste der Kollege, ich gehe jetzt mal von der Geschwindigkeit wieder auf normal, der müsste jetzt eigentlich irgendwie mal so ein bisschen... überfallen werden oder so. Ne? Unsere Orlog-Mission. Bin mal gespannt. Wir behalten es im Auge. Aus dir. Was machen wir mit dir? Was machen wir mit dem Hamburger Pede? Der Hamburger Pede. Was machen wir mit dir denn? Ha? Wir werden nicht überfallen, so wie es aussieht. Nö, wir werden nicht überfallen. Gut, dann nicht. Scarborough, kein Kapitän. Herzlichen Glückwunsch. Ab nach Edinburgh. Ja, schaut euch das an. Wir sind nicht überfallen worden, weil ich frevel. Wo kommen wir denn dahin? Verdammt. Ich will doch überfallen werden. Patrouille, ab nach Rostock. Okay, dann nach Rostock. Zack. Was da drüben? Ist bloß ein Sturm. Okay, da habe ich gerade was Schwarzes aufleuchten sehen. Das hier in der Minimap. Das kann auch ein Pirat sein.
Das kann auch ein Pirat sein. Das Salz ist aber echt günstig hier, ne? Sackelzemento. Die Ziegel sind günstig und ich habe ja voll teuer eingekauft, glaube ich. Das geht ja gar nicht. Das macht die Wohnsituation. Oh, Fachwerkshäuser brauchen wir, glaube ich. Da könnten wir mal eins bauen. Ein kleines Fachwerkshaus. So, da wohnt der Pöbel drin. Ne? So, ich meine die Armen natürlich. Die glücklichen Armen. Was, nur 14 Bettler? Echt? Okay. Ah, die Werkstatt ist fertig. Persönlich Patrouille. Nach Stettin geht's weiter. Okay, ich bin mal wieder zu schnell. Ich muss mal auf langsam gehen. Ja, ich warte immer noch drauf, dass die blöden Söldner mal vorbeikommen und unsere geliebte Heimatstadt Lübeck belagern. Ne? Das haben sie ja angekündigt. Aber die Schwachmaten haben sich wahrscheinlich verlaufen oder finden den Weg nicht, diese Luschen. Tja, sehr schade. Werkstatt, warum ist hier die Produktion angehalten? Lieber Herr Seraphim, ich verstehe es nicht. Bist du blöd, oder? Schiffshandel. Autohändler 2 macht Verlust, sehr gut. Wahrscheinlich haben sie wieder die Hälfte vom Gewinn versoffen. Die Schwachmaten da. Das sind wir genau die Richtigen. Hoffentlich machst du wenigstens ein Geschäft. Oh, der macht auch kein Geschäft. Ich glaube, ich spinne. Wo kommen wir denn da hin? Du musst, Junge, du musst die Eisenbahn verkloppen, sonst verdienen wir nichts. Sonst verdienen wir nichts. Ganz schlecht. So, irgendwas habe ich gesehen. Edinburgh, genau. Edinburgh, kein Kapitän. Wie sollte es anders sein? Dann geht's weiter nach Bergen. So, du bist Richtung Stettin unterwegs. Ich will jetzt hier überfallen werden, ihr Deppen. Herrschaftsseite, die machen uns nicht den Gefallen. Ich glaube das gar nicht. Ich glaube das nicht. Super, jetzt kriege ich 6200 Gold und für nix. Ich will doch einen Kampf haben, Mensch. Ah, dieses Spiel, ey, manchmal. Dann geht's halt nach Thorn, ist mir's egal. So, wir kümmern uns mal um Lübeck-Oslo. Jetzt pass auf. Wie lang brauchst du überhaupt? Das ist jetzt das Schöne. Zum Beispiel an Patricia 4, da wird mir angezeigt, wie lang das Schiff insgesamt in der Handelsroute unterwegs ist. Das sehe ich hier jetzt nicht. Das finde ich ein bisschen schade. So, er würde 3 Tage nach Oslo brauchen. 3 Tage Retour. Sind wir bei 6 Tagen. Und geben ihm noch 1 Tag Pause. Sind wir bei 7 Tagen. Okay, 7 Tage. Wo ist die Markthalle? Ich gehe mal auf Pause hier. Zeitbremse. Verbrauch. So. Wochenverbrauch. Na? Okay, Wochenverbrauch. Also, dann nehme ich mir jetzt einen schlauen Zettel. Und einen Stift, ne? Weil ich nutze jetzt mal kein Excel, ist ja wurscht. Manche machen da richtig Wissenschaft draus mit Excel-Tabellen und schlagen mich tot. Okay, Wochenverbrauch. Ich würde sagen, wir gehen hier mal auf 50 Bier. Erz brauchen wir nicht. 30 Eisenwaren. Felle brauchen wir nicht. Fisch brauchen wir nicht. Fleisch brauchen wir 3. Können wir niemals verkaufen. Getreide brauchen wir 8. Gehe ich mal auf 10. Gewürze brauchen wir nicht. Hanf haben wir. Das lohnt sich gar nicht. Hanf lohnt sich nicht. Kann man zur Not 1 mitnehmen. Zur Not 1. So. Holz brauchen wir nicht. Honig. Nehmen wir 10 mit. Keramik nehmen wir 10 mit. Leder nehmen wir 10 mit. Pech nehmen wir. Brauchen wir da Pech? Brauchen wir da Pech? Leute, Pech kann man nie genug haben. Genau. Das war dieses lustige Wortspiel. Aber nur im Belagerungsfall, ne? Mhm. Ja, nehmen wir halt mal 3 Pech mit. Vielleicht wollen wir den Dreck ja los, ne? Wer weiß. Salz brauchen wir. Nehmen wir mal 20 mit. Dran brauchen wir nicht. Tuch brauchen wir. Machen wir 15. Wein machen wir 15. Wolle machen wir 1. Ziegel nix. Okay, also, das wird lustig. So, was hat da geklingelt? Boah, das Ganze sind 967 Goldstücke. Teufel nur 1. Da haben wir Geld gemacht, du. Respekt. Da haben wir Geld gemacht. So. Jetzt eine Handelsroute. Wo bist du? Hier bist du. Also, da machen wir... Oh, ah, der überschreibt nicht. Okay, machen wir 50 draus. 30. Fleisch 3. Getreide 10. Hanf 1. Honig machen wir
10, Keramik 10, Leder 10, Pech 3, Salz 20. Haben wir 15, 15 und 1. Passt so, oder? Ich glaube schon. Müssen wir hier natürlich auch machen, ne? Habe ich schon mal erklärt. Die Zahlen müssen natürlich identisch sein. Getreide 10, so. Hanf 1, Honig 10, Keramik und Leder 10. Pech haben wir, glaube ich, 3 gemacht. Ja, Salz 20. Tuch 15, Wein 15, so. Ja, ich schaue es bloß gerade mal durch. Sieht gut aus, jawohl. Okay, also dann viel Spaß. Gute Fahrt, Meister. Ne? 3 Kampf, kein Navigationsskill und nix, okay. Nö, also hat ein bisschen was dabei und so, ist schön. Klar, hat jetzt kein Getreide dabei. Aber hey, mein Gott, kann ich ändern. So. Getreide produzieren wir auch nirgends, gell? Nee, haben wir nicht. Okay. Hier müssen wir jetzt wieder verkaufen. Natürlich manuell. Wenn wir es können. So, alles muss raus. Getreide ist ja relativ teuer. Ja gut, es ist Mai, ne? Da gibt es glaube ich noch nicht so viel. So, es wird ein Bierchen gekauft. Und wir sollten demnächst auch bald einmal so einen kleinen Baustoffkonvoi, also für Baumaterial und so, an den Start bringen. So, Autohändler. Jetzt pass auf. Nix mehr Autohändler. Ne? Du neue Schiffsname kriege. Du jetzt heißen. Hallo, ich dir gebe neuer Name jetzt. Okay. Du jetzt heißen Manueller Händler. So, genau. Den nehmen wir nämlich den ganzen Blödsinn hier raus. So, keine. Mit dem handeln wir jetzt wirklich komplett manuell. Raus damit, dran mitnehmen, raus damit, alles gut. So, was haben wir hier? Ein Alborg, Nebenraum, ist mir wurscht. Na, mit dem versuchen wir einfach mal so ein kleines Geld zu machen. Was gibt's hier Schönes? Hier gibt's nichts. Machst du ein Geschäftle? Oh, ich glaube, der wird eisenwarenlos. Ja, da haben wir gutes Geld verdient. Das Getreide einigermaßen günstig. Komm, das Tuch fliegt da mal raus. Weg damit. Das sieht doch schön aus. Gut, okay. So, der Kollege hier oben ist in Bergen angekommen. Mein Gott, ey, wo sind diese... Ne? Diese depperten Kapitäne bloß hin. Dann fährst du nach Visby. Während unser Kapergreier hier auf dem Weg ist, in Richtung Thorn. Das ist auch keiner. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wo sind die Kapitäne, wenn man sie braucht? Getreide. Kaufen wir gleich mal ein bisschen. Ne, den Rest lasse ich. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt ein bisschen Keramik kaufen, aber hey, das macht es nicht fett, gell? Das macht's nicht fett. So, manueller Händler. Schau mal an hier. Was geht denn da? Ja, das reicht. Eisenerz, ne? Das muss reichen. Also, zack. Belagerung in Lübeck. Oh, oh. Es ist soweit. Horchet auf, Bürger. Erzittert, ob der dreckigen Söldner Unheil naht. Ja, da ist soweit. Da wird unsere geliebte Heimatstadt angegriffen. Mann, Mann, Mann. So. Jawohl, okay, alles klar. Jetzt sieht man auch, von welcher Seite sie angreifen. Hier wird verteidigt. Heißt, unser Betrieb wird überleben. Ne? Und da drüber ist das feindliche Heer. Da diese ganzen Truppen. Da kommt dann die Belagerungsmaschinerie. Und ja, die werden versuchen,
unsere schöne Stadt zu plündern und das werden sie vermutlich auch schaffen, weil sie, hier ist nur ein Abwehrturm und diese paar Handlampen hier, die werden, ja, mit Sicherheit unsere Stadt nicht vor der Belagerung beschützen können. Das ist einfach so ein Erfahrungswert, den man einfach gesammelt hat im Laufe der Zeit. Sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht gut aus. Zumindest wird unser Haus hier weitergebaut. Unser Fachwerkshaus, alles innerhalb der Stadtmauer, wird trotz Belagerung weitergebaut. Auch Betriebe innerhalb der Stadtmauer produzieren weiter. Unser Pechkocher hingegen ist momentan abgeschnitten. Das steht hier noch, ne, Produktion angehalten. Die Stadttore sind unten, das heißt, hier arbeitet derzeit niemand. Aber wir haben natürlich dennoch die Kosten zu bezahlen. Ist ja logisch. Wäre jetzt dieser Betrieb innerhalb der Stadtmauer, dann würde der fleißig weiter produzieren. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, ja Mensch, Haubi, du Depp. Warum hast du den nicht direkt innerhalb der Stadtmauer gebaut? Ganz einfach aus zwei Gründen. Erstens nimmst du dadurch den Platz für den Wohnraum weg. Und zweitens zwingst du die Stadt, wenn du außerhalb baust, irgendwann die Stadtmauer zu erweitern. Ne? Solange draußen außerhalb der Stadtmauer keine Betriebe stehen, hat die Stadt überhaupt kein Bedürfnis hier zu sagen, ja, wisst ihr was, wir investieren mal richtig gutes Geld und vergrößern die Stadtmauer. Also von dem her war das schon richtig. So, ja. Wir sind noch gar nicht so richtig trocken vom letzten Bad, aber ich würde sagen, wir beten noch mal ganz kurz für unser Seelenheil und dass diese Belagerung nicht allzu lange andauert, ne? Genau. So sieht's nämlich aus. Oh Gott, und der nächste Werber kommt. Ja, haben wir denn nicht schon genug Ärger am Hals mit der Belagerung? Muss jetzt auch noch der kommen und uns irgendjemand andrehen? Nein, wir wollen das alles nicht. Wir wollen das nicht. Mensch, der Hamburger Peter ist fertig. Klasse. Jo, der Peter. Ja, Peter, was machen wir denn mit dir? Oh, der Händler kommt. Moment. Der Manuelle, den müssen wir noch schnell ausladen, ne? Schnell ausladen, dann wird die ganze Meute hier nochmal kurz repariert. So, Repairman, alles klar. Was machen wir mit dir, Peter? Sag an. Überlege ich mir noch. So, aber Freunde, ich schaue mal wieder auf die Uhr und stelle fest, wir sind am Ende einer Folge angelangt für heute. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein hier bei Patricia 2. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.